Wir sind Volkspartei. Servus, grüßt euch. Ich habe die Ehre, man sieht es an meinen Grinsen. Die AfD ist auch im Westen angekommen. Wir hatten jetzt Wahlen in Hessen und in Bayern. Und ich als bayerischer Landesvorsitzender und bayerischer Bundestagsabgeordneter bin natürlich sehr stolz auf das Ergebnis in Bayern. Traumhaft natürlich auch das Ergebnis in Hessen. Und jetzt ist es unsere Aufgabe als Oppositionsführer in Bayern, den Altparteien auch zu zeigen, dass wir gut sind. Dass wir vernünftige Arbeit machen. Weil der Wähler, ihr draußen, ihr habt es schon verstanden. Und ihr seid es, die uns den Auftrag gegeben haben. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Natürlich möchte ich mich auch bei jedem Wahlkämpfer bedanken. Bei jedem Wahlhelfer, bei jedem Wahlbeobachter, bei jedem, der für diesen Erfolg der AfD mitgeholfen hat. Ja, es gibt eine oder andere Spekulation, da gehen wir nach. Aber trotzdem, wir sind Oppositionsführer in Bayern, wir sind zweitstärkste Kraft in Hessen. Und die guten Wahlen kommen ja erst 2024. Und jeder, der jetzt noch eine Brandmauer gegen die AfD aufstellt, ist Demokratiefeind. Wir sind eine demokratische Partei, wir sind demokratisch gewählt. 2 Millionen Stimmen, über 1 Million Wähler haben uns die Bayern gegeben. Und wer das irgendwie versucht zu vertuschen, so wie Söder jetzt schon wieder von sich gibt, wir bekommen keinen Landtagsvizepräsidenten, wir bekommen keine Ausschüsse oder was weiß ich was alles. Der ist Demokratiefeind. Der tritt den Willen der bayerischen Wähler mit Füßen. Aber deswegen verliert er ja von Wahl zu Wahl und die CSU ist jetzt am Boden der Tatsachen angekommen. Sie ist nicht mehr die CSU, denn es gibt CDU-Länder, die haben ein besseres Wahlergebnis. Und Franz Josef Strauß dreht sich im Grab um, wenn er sieht, was Söder aus seiner CSU gemacht hat. Aber weil Söder und seine Vorgänger das aus der CSU gemacht haben, aus diesem Grund gibt es die AfD, gibt es die Alternative für Deutschland, eine deutschlandweite CSU zu Zeiten von Franz Josef Strauß. Und deswegen bin ich da auch dabei. Und aus diesem Grund habt ihr auch uns eure Stimme gegeben. Und solange ich Landesvorsitzender dieser Partei bin, werde ich immer mein Bestes geben. Ich gebe sowieso immer mein Bestes, aber als Landesvorsitzender hat man noch mehr die Aufgabe. Und ja, ich will es wieder werden, wenn Neuwahlen sind im Landesvorstand. Und ich werde auch dafür kämpfen, dass die Landtagsfraktion saubere Arbeit macht. Und das traue ich allen unseren 32 Abgeordneten zu, dass die vernünftige, saubere Arbeit machen. Und ich traue es ihnen auch zu, dass sie der beste Oppositionsführer werden, den Bayern je gesehen hat. Und dass wir dann spätestens in 5 Jahren auch in Bayern Regierungsverantwortung übernehmen werden und übernehmen können. In dem Sinne nochmal danke. Wie gesagt, an alle Mitglieder, an alle Kandidaten, an alle, die Gesicht gezeigt haben, an alle Wähler, an alle, die irgendwie mit dem Erfolg, also auch an die Ampel, mit dem Erfolg unserer Partei zu tun hatten. Also muss ich mich auch bei Söder bedanken, muss ich mich bei Aiwanger bedanken, muss ich mich bei der Ampel bedanken, weil die haben das schließlich auch für den Erfolg unserer Partei zum Erfolg beigetragen. Also danke an alle und wir werden euch definitiv nicht enttäuschen, so wie wir euch im Bundestag nicht enttäuschen, so werden wir euch im Landtag Bayern, im Landtag Hessen auch nicht enttäuschen und ihr könnt in Zukunft weiterhin auf die AfD vertrauen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Servus, pfiat euch, habe die Ehre, euer Stefan.